Wenn du dich selbstständig machen willst, dann wirst du in der Regel Startkapital benötigen. Und bei normalen Geschäftsideen ist es so, dass du über die Förderbanken, KfW oder Landesbanken Kapital bekommst. Hast du allerdings ein innovatives Programm, also gilt es, etwas Neues zu entwickeln, dann ist das Risiko zumeist zu groß für die Förderinstitute. Dafür gibt es dann Risikokapital, entweder spezielle Programme oder auch Investoren, die sich an deinem Projekt und deinem Vorhaben beteiligen und bereit sind, dieses Risiko einzugehen, weil ein hohes Risiko verspricht auch hohe Renditen. Und in diesem Video werde ich dir aufzeigen, wie du von Investoren auch Startkapital bekommen kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und gemeinsam mit meinem Beraterteam begleiten wir mehrere hundert solcher und ähnlicher Vorhaben dabei, die Anträge, die Investoren-Pitches sorgfältig vorzubereiten. Aus unseren Erfahrungen heraus ist es deshalb so, dass ein Investor nicht gleich Investor ist. Der hat ganz unterschiedliche Interessen. Und zum Schluss wird noch ein häufiger Fehler gemacht, den ich dir auch noch in diesem Video ganz zum Schluss zeige. Kommen wir nun zur ersten großen Gruppe der finanziellen Investoren. Das sind Menschen oder auch Gesellschaften, die Kapital zur Verfügung haben oder von anderen verwalten und sich bei dir beteiligen wollen. Deren Interesse ist klar. Sie geben dir heute ein gewisses Geld, ein gewisses Kapital und wollen es entweder in 10 Jahren wieder zurückhaben. Manchmal durch sehr hohe Zinsen. Am liebsten natürlich durch Beteiligung an deinem Unternehmen. Das heißt, der Exit ist in der Regel schon geplant und dann möchte ein finanzieller Investor aus 100.000 Euro gerne in 10 Jahren 10 Millionen oder noch mehr Kapital wieder herausziehen, um so eine große Rendite zu erwirtschaften. Auf der anderen Seite wissen natürlich diese Investoren auch, dass das Risiko bei einem Startup enorm ist und deshalb versuchen sie auch, sich bei mehreren Vorhaben zu beteiligen und im Schnitt trotzdem hohe Renditen zu erzielen. Auf der anderen Seite gibt es die Investoren, die strategische Ausrichtung haben. Meistens sind es hier Bestandsunternehmen, die bereits über einen Vertriebs- und Mitarbeiterstamm und über bestehende Kundenbeziehungen verfügen. Hier ist es zum Beispiel so, wenn du eine Kücheninnovation, ein neues Startup mit einem technischen Gerät für die Küchenanwendung entwickelst, macht es natürlich Sinn, einen Investor zu finden, der bereits Zugang zu diesem Markt hat. Die Vorteile liegen natürlich auf der Hand bei einem strategischen Investor. Er gibt dir nicht nur Kapital, sondern noch Know-how. Kontakte zu Schlüsselpersonen, gibt dir Kenntnisse aus dem Markt und wenn das Produkt fertig ist, wirst du mit Sicherheit einen schnelleren und einfachen und kostengünstigen Markteintritt haben, als wenn du nur mit einem finanziellen Investor zusammenarbeitest. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe der Investoren, die im Gegensatz zu den finanziellen und strategischen Investoren auch ein Interesse haben, wirklich mitzuwirken. Der finanzielle Investor gibt dir das Kapital, nachdem er dein Projekt, Vorhaben und das Team geprüft hat. Der strategische Investor gibt dir Kapital, Know-how, Kontakte und relevante Informationen. Aber beide werden sich nicht operativ an deinem Geschäft beteiligen wollen. Beim Business Angel handelt es sich oft um Privatiers, also entweder Unternehmer, die bereits ein Unternehmen aufgebaut und verkauft haben oder Menschen, die über viel Kapital verfügen und gerne ihr Geld als auch das Wissen, vielleicht auch die Zeit investieren wollen. Diese Menschen können den großen Vorteil haben, dass sie mit dem gesamten Know-how, mit dem Kontaktnetzwerk zu Schlüsselpersonen und vor allen Dingen auch dem Kapital in deinem Vorhaben einsteigen. Häufig ist es dann jedoch so, dass die Menschen nicht nur ihr Kapital gegen Anteile tauschen wollen, sondern auch ihre persönliche Leistungsbereitschaft. Doch es gibt mehrere Wege, wie du an diese Investoren herankommst und die sind unterschiedlich. Während du bei finanziellen oder strategischen Investoren dir eher eine Longlist machst, also alle potenziellen Kandidaten auflistest und mit denen in Kontakt kommst, um daraus eine echte Shortlist zu machen, also von qualifizierten potenziellen Investoren, um diesen dann wiederum dein Vorhaben vorzustellen, gehst du bei den anderen Investoren anders vor. Beliebt bei den Business Angels, also den Investoren, die sich bei dir beteiligen wollen mit Kapital, Know-how und Einsatz, sind solche genannte Pitches. Das bedeutet, entweder wie bei der Centurio Arena oder Höhle der Löwen finden regelmäßig Veranstaltungen statt, die teilweise offline oder online stattfinden, wo du dich bewirbst. Dort reichst du dein Vorhaben ein und gehst mit den Veranstaltern in der Regel auch eine Vereinbarung ein. Denn die haben sich zur Aufgabe gemacht, Investoren zu suchen, die Beziehung zu pflegen, die Pitches und die Konzepte vorher zu überprüfen, damit die wenig Zeit und Geld verschwenden, um dann einen Pitch zu organisieren, wo sie sich kennenlernen, also das Matching stattfindet. Natürlich gibt es auch die Business Angels Club, wo man sich auch bewerben kann.
Und unsere Erfahrung ist, dass in der Regel ein Pitch nicht ausreicht, sondern plane eher 7 bis 12 Pitches ein, damit dein Konzept optimiert wird und damit du weißt, wie es läuft. Und nach dem Gesetz der großen Zahl braucht es eine gewisse Aktivitätshäufigkeit, bis ein Ergebnis auch herauskommt. Der Unterschied beim Pitch von Investoren zu Bankgesprächen ist, dass du ein Pitch Deck brauchst. Heißt es, dass du einen Finanzplan und Businessplan später nicht brauchst? Doch meistens ist es so, dass die Investoren, die überzeugt worden sind von deinem Pitch Deck, von deiner Präsentation, danach im Anschluss den Finanzplan haben wollen und dann auch den vollständigen Businessplan in dieser Reihenfolge. Das heißt, bereite am besten alles vor, damit du unter der Auswahl der vielen Startups, die pitchen vor Investoren, bei dem Investor, der Interesse hat, auch gleich alle Unterlagen fertig hast. Kommen wir nun zu dem größten Fehler, der gemacht wird, den ich am Anfang versprochen habe, der dir nicht mehr passiert. Und zwar, wenn du dein Pitch-Deck vorbereitest, kann das schön sein, bunt sein, innovativ, toll, überzeugend. Aber wenn ganz zum Schluss das fehlt, was der Investor haben will, wird er sich nicht für dich entscheiden. Und das, was ans Ende deines Pitch-Decks gehört, ist ein überzeugendes, attraktives Angebot. Überleg dir einfach mal, du gehst in ein Autohaus und kriegst ein Auto vorgeführt, machst eine Probefahrt und siehst alle technischen Details und dann wird dir der Preis nicht genannt. Wie geht's dir dabei? Dann geht's dir genauso wie dem Investor, dem du kein attraktives Angebot machst. Er will also genau wissen, wie viel Geld brauchst du und was kriegt er dafür? Kriegt er Anteile? Gibt's Wandeldarlehen? Wann und wie wird das Unternehmen bewertet? Und. All diese Themen sind also relevant und deshalb gehören sie auch in dein Pitching. Das Problem dabei ist natürlich, dass du dann in der Lage sein musst, auch eine plausible Unternehmensbewertung durchzuführen. Denn wenn du 25% für 250.000 Euro herausgeben willst, bedeutet das nichts anderes, als dass dein Unternehmen 1 Million Euro wert ist. Wie willst du das beweisen? Und dafür brauchst du eine plausible Unternehmensbewertung oder ein Konzept, mit dem du diesen Wert aufstellen kannst. Deshalb lade ich dich ein zu einem kostenfreien Erstgespräch, wenn du diese Unternehmensbewertung brauchst. Denn unser Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, Unternehmensbewertung durchzuführen. Nicht nur für Bestandsunternehmen, die zum Verkauf oder zur Nachfolge bereit bestehen, sondern auch für Startups. Es gibt also Möglichkeiten, wie du als junger Gründer mit einem Unternehmen, das vielleicht noch nicht mal an den Markt herangetreten ist, tatsächlich eine plausible Bewertung machen kannst, die Investoren überzeugt. Also buche jetzt ein kostenfreies Erstgespräch und wir helfen dir dabei, diese Bewertung aufzustellen, dein Pitch-Deck zu optimieren. Wir stellen auch Kontakt zu Investoren her und vor allen Dingen, wenn du es willst, prüfen wir und proben wir auch deinen Pitch vor Investoren. Also buche jetzt ein kostenfreies Erstgespräch, vergiss aber nicht, das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat und unseren Kanal zu abonnieren und gerne auch weiter zu empfehlen, denn wir leben von der Empfehlung. Ich wünsche dir nun viel Erfolg bei der Finanzierung deines Startups, dein Daniel Schäfer.